Die Klinik für Prostatatherapie ist seit vielen Jahren auf die Anwendung des Green Light Lasers spezialisiert. Das grüne Laserlicht des sogenannten KTP-Lasers ist optimal auf die Absorptionsfähigkeit des behandelten Gewebes ausgelegt. Im Vergleich zu einem Neodym-Yag-Laser, wie man ihn früher einsetzte, ist hier die Wirkung auf das Gewebe viel besser, tiefer und lässt sich vom behandelnden Arzt sehr genau steuern. Er verfolgt die Laserbehandlung direkt am Monitor und sieht unmittelbar den Behandlungserfolg. Ähnlich läuft auch die Behandlung mit dem neuen Dual Evolve Laser. Eine Sonde wird durch die Harnröhre nach oben geschoben. In der Prostata angekommen, wird aus der Sonde der Sondenkopf ausgefahren und die Laserbestrahlung wird gestartet. Der Operateur steuert die Sonde und trägt so kreisförmig das gewucherte Gewebe ab. Dabei wird die gesamte Sonde immer weiter zurückgezogen. Es entsteht ein wachsender Trichter und am Ende der Behandlung wird die Sonde wieder ganz aus der Prostata gezogen. Sofort nach der Behandlung kann der aufgestaute Urin wieder ungestört ablaufen.